Tim Kolbmann vom Reitverein St. Georg Sabeck ging als letzter Starter seines Teams in den Umlauf. Es war die dritte Teilprüfung um die Wanderstandarte der Stadt Münster. Sabeck ging als Drittplatzierter in dieses abschließende Springen. Kolbmann mit 0 Fehlerpunkten und der Reitverein St. Georg Sabeck schob sich vorerst auf den ersten Rang. Doch die beiden Top-Teams nach Dressur und Mannschaftskür, Gustav Rau-Westbevern und Nienberge Schonebeck, sollten da erst noch kommen. Zum Beispiel für Westbevern Nils Trebbe auf Aperol. Der junge Mann mit einem schnellen und vor allem fehlerfreien Ritt, der Vorjahressieger, nahm also erneut Kurs auf Rang 1. Dann für Westbevern im Umlauf Nina Stegemann auf Houstons Hillary. Und auch dies wurde ein Nullfehlerritt. Erleichterung gepaart mit großer Freude bei Stegemann. Als letzte Reiterin für Westbevern ging Tanja Alfers an den Start. Die erfahrene Amazone ohne Fehlerpunkte und damit hieß es in der Endabrechnung für Gustav Rau-Westbevern 98,45 Punkte. Das war natürlich vorerst Rang 1. Trainerin Elke Stegemann quittierte dieses Ergebnis auf ihre ganz eigene Art und Weise. Du hast es aber spannend gemacht. Spitze, herzlichen Glückwunsch. Nur der Reitverein Nienberge-Schonebeck konnte Westbevern noch vom Thron stoßen. Und die erste Vorsitzende Angelika Gessmann griff selbst ins Geschehen ein. Doch am zweiten Hindernis dieser Abwurf ihres Pferdes Finesse. Zum Glück blieb Angelika Gessmann weitestgehend unverletzt. Sofort danach ging es schon wieder rauf aufs Pferd. Doch so ein Sturz, egal wie glimpflich er abläuft, schockt in den meisten Fällen das gesamte Team. Nicht so beim Reitverein Nienberge-Schonebeck. Als nächste im Umlauf Clarissa Wildemann. Und diese junge Dame zeigte auf ihrem Pferd Flickflack eine nervenstarke Vorstellung. Von außen wurde natürlich kräftig mitgefiebert und am Ende langte es zu einem hervorragenden Nullfehlerritt. Super. Jawohl. Ja! Und nun war die Spannung auf dem Höhepunkt. Elissa Eimermacher sollte diese Bauernolympiade beschließen und das Zünglein an der Waage werden. Doch zum Schluss waren es bei Eimermacher und Fantomas 4 Fehlerpunkte. Und damit war es klar, der Reit- und Fahrverein Gustav Rau-Westbevern verteidigt ganz knapp und zwar mit 0,2 Punkten Vorsprung die Wanderstandarte der Stadt Münster vor dem Reit- und Fahrverein Nienberge-Schonebeck. Dritter wurde der Reitverein St. Georg Sabeck. Zum großen Finale und zur Siegerehrung kamen alle 14 Teams natürlich noch einmal in die ausverkaufte Halle Münsterland. Doch nur bei einer Mannschaft war die Freude über den Sieg der Bauernolympiade natürlich am größten. Für mich ist das auch nach dem x-ten Male, dass ich mit dabei sein darf, immer noch was Besonderes. Und das wird es immer sein, weil wann hat ein ländlicher Reiter wie wir die Chance, vor so einem großen Publikum sich zu präsentieren? Das ist schon ganz was Besonderes. Es ist einfach ein ganz, ganz, ganz tolles Gefühl. Es ist das dritte Mal in Folge. Das ist schon was Besonderes. Das ist echt ein Highlight, ein Hattrick.